Overlord. Da bin ich ja mal gespannt, was der spielt. Er will anfangen, das ist okay. Vor allem, weil wir schon wieder Lightning Storm und Evenly haben. Die Hand ist sowieso ziemlich Bananas. Also Ja, die Hand ist es halt schon ziemlich alles. ist stabil. Lightsworn. Ja. Aber der Wolf hat ja abgeschmissen, nicht gemillt. Den Der hat auch zweiten einen Wolf hat er Wolf auch abgeschmissen. abgeschmissen. Der muss gut gezogen haben, der Typ. Jetzt hat er ja gut gecycelt. Mal gucken, was er jetzt so alles hat. Was hat denn da noch so abgeschmissen? Okay. Aha, okay. Kann denn die Dark Lumina noch mal? Ich glaube, die konnte was wiederholen, wenn sie was gebanished hat, genau. Nee, das Banish ist wiederholen, genau so rum war es. Die Dark Lightsworn haben immer irgendwas mit Banishen gearbeitet in den Effekten, das weiß ich noch. So, da ist der obligatorische Raiden. Und da ist die Felice. Ach so, die muss durch den Effekt von einem Lightsworn weggeschmissen werden, damit wir die bei dem Solar Recharge nicht wiederholen können. Genau, das war der Haken bei der. Hab ich schon gewundert. Beziehungsweise es muss kein Lightsworn-Effekt sein, es muss ein Monster-Effekt sein. Okay, hallo Abolusa. Okay, die interessiert nicht. Das war jetzt zum Beispiel ein Monster-Effekt. Okay, hast du Judgment Dragon, auch okay. Auch den darfst du gerne haben. Bedeutet für uns nur, wir müssen so ein bisschen zusehen, der muss dann auch legit sterben. Ja, wenn wir ihn jetzt nicht umbringen, wird's doof. Oder wir setzen einfach den Dave und schießen dann damit den Judgment raus, der in seinem Grave liegt. Aber das wäre natürlich langweilig. So, was kommt jetzt noch? Omega für Handkarte weg? Also bisher kam noch nicht so viel aus unserem Lightning Storm verhindert. Achso, klar, Minerva. Ja, die verhindert aber auch den Lightning Storm nicht. Das ist richtig. Das war eher so auf das, was kommt jetzt noch bezogen. Omega könnte halt stören, weil der. Egal, was er uns jetzt gerade rausschießt, es nervt. Außer erwischt das Evenly. Weil die beiden Monster brauchen wir actually, damit wir drauf loskommen können. Das waren BLS. Und Lightning Storm brauchen wir, um den Bums zu clearen. Der sah wohl keine Notwendigkeit für einen Omega. Das heißt, er hat jetzt Judgment Dragon und eine Lumina auf der Bratzen. Und was auch immer jetzt diese Trap macht. Okay, er hat die Lumina nicht mehr auf der Bratzen. Okay. Safe hat. Ah, da ist der Okay, Judgment dann hat er. Dragon. Der müsste aber auch einen im Grave haben. Einen JD hat er, meine ich, Ja, im Grave. Oi, er da hat haben einen wir jetzt JD alles. Grave. Ja, dann, Alter, haben wir jetzt alles. Holy shit, haben wir jetzt alles. Ah, das Viech versucht und kann nicht zerstört werden. Gut zu wissen. Nein, das Oder? liegt in Dev, deswegen Achso, kannst du es deswegen. zerstören. Ach ja, genau. Da steht Attack Position drauf. So, ja dann. Ja, dann haben wir mal so eine Normal Summon und Haben wir noch so eine Normal Summon? dann muss der Zweier wahrscheinlich für den Fünfer gehen. Ja, das können wir keine Synchro machen. Dann holen die einen Siebener und dann geht's weiter. Egal wie wir es, der muss eine Stufe 4er suchen, wir haben schon genormal. Das heißt, egal wie wir es drehen und wenden, wir müssen jetzt den 5er suchen mit dem hier. Ja. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Was nicht tragisch ist. Ja. Gut, was wir da drehen, ist ja wurscht. Noch haben wir ja keinen Effekt auf dem Feld, der mit Drehen arbeitet. Genau. Schwupps in den 7er. So, und ich glaube erstmal ein Vierer für den nächsten Sieben, damit wir mehrere Einser im Friedhof bekommen. Ja, können wir machen. Wobei der Achter holt ja auch den Einser dann, und so ziehen wir noch eine Karte mit dem Achter. Wir könnten jetzt auch technisch gesehen in den Boy gehen, der, wenn er was durch Kampf zerstört, was wiederholt und dann erstmal latschen, ne? Ja, dann killt man halt nicht in der Runde, aber es ist sowieso schwierig. Richtig, aber ich glaube, wir töten den eh nicht in der Runde. Okay, dann machen wir es so. Ja. Wir haben ja genug Backup, um so ziemlich alles zu verhindern, was er uns an den Kopf schmeißen will. Achso. Eben, deswegen jetzt erstmal hauen gehen. In der Taktik immer so trotzdem. Wobei die 700 Damage in Effekt noch was anderes benutzen.
Ja. Wenn wir uns schon darauf geeinigt haben, ihn in dem Zug nicht umzubringen, Dann müssen dann wir ist uns auch jetzt nicht, auch da. dann müssen wir auch nicht Effekte wasten, um auf Teufel komm raus ein bisschen mehr Damage zu forcen. Genau. So, die könnten jetzt. Ja, die Also muss halt, ja, angreifen. richtig, die müssen ja angreifen. Null. Statement gesetzt. So, die könnte jetzt auch erstmal auf den Neuner gehen, theoretisch. Oder gehen wir erst auf den 7er, das ist die Frage. Erst auf den 7er oder direkt auf den 9er? Ich erst auf den 7er. Ja, wir wollen, ja klar, mehr Specials sind mehr Specials, also wozu Ressourcen wasten? So, dann ja, dann holt der einen 1er. Da. Gehen wir So. in den Achter. Dann wechseln wir in eine Kampfposition, also jetzt wechseln wir nochmal was. Den nächsten Einser. So, dann jetzt Kampfposition wechseln. Karte ziehen. Dann auf den Neuner. Jo. So, wir haben nur noch einen Einser im Deck. Das heißt, ihr könnt einfach auf Einser nochmal auf Neuner geht nicht. Nee, aber wir können jetzt auf noch auf den letzten Einser gehen, dann auf noch einen Achter, dann noch sowas wie eine Karte ziehen gehen, indem wir uns was suchen. Und So. der Achter holt den. Nee, Quatsch, der Achter holt jetzt einfach den Dreier aus dem Deck. Der die Kampfposition wechselt. Genau. Und dann können wir einfach noch einen Nutbeast daneben legen. Hatten wir schon den Blockadeeffekt? Ja, hatten wir. Echt? Wo? Ja, wenn wir den 5er specialen, dann geht's nicht mehr. Ach ja, genau. Muss aber nicht heißen, dass es hier vorbei ist. Doch, ist hier vorbei. Doch, ist hier vorbei. Aber wir haben das Evenly und so weiter. Ja, suchen wir beim nächsten Zug. Wir haben einen Banish, ja, und wir haben einen Dave. Das heißt, er sollte uns nicht umbringen können. Die Frage ist, machen wir jetzt das Evenly oder banishen wir den direkt? Okay. Ja, wir lassen ihn jetzt 1000 zahlen und dann kriegt dann Dave. Da. Oh. Hehe. Ja. Was will er machen? Ganda. Janda, whatever. Jeden Fall will er nicht anfangen. Ist schade. Aber wir haben eine Urgent Schedule, also können wir immer irgendwas machen. Nee, können wir nicht. Stimmt, den muss man uns auch kontrollieren für eine Urgent Schedule. Ja. Wir könnten den Urgent Schedule Um setzen, im Notfall einen Angriff abfangen zu können. genau. Dann setzen wir aber auch die, dann können wir auch die Schriftrolle an sich aktivieren. Wenn das schießen will, dann haben wir 1-2-1 getauscht und wenn nicht, dann kommt durch den Special vielleicht schon ein paar Tokens bei rum. Ja. Wann der wollte Second gehen, das heißt, das könnte jetzt schmerzhaft werden. Okay. Wir haben keine Monster. Wir haben keine Monster. Okay, und eher ein MST. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Andererseits, die Frage ist, wann hätten wir der 2 MSTs? Der ist gut. Die Der hat Frage das ist Spiel jetzt verstanden. halt angenommen, der hätte nicht den MST gehabt. Korrigiere, angenommen, er hätte den 2 MSTs gehabt. Wäre es wurscht gewesen, wir hätten Urgent Schedule immer noch nicht machen können. Wir könnten jetzt den Dave setzen, einfach nur wegen böse angucken. Die Ja. Waterfront zusammenschießen bringt ja nichts. Nö. Also set Die hat Dave noch und go. Tokens, ne? Ja, die hat noch Tokens, das Ja, heißt. das ist absolut witzlos.
Aber solange wir ihm nichts tun, kann er uns auch nichts tun. Die Frage ist, was spielt denn noch außer Kaijus? Ja, das ist halt genau die Sache. Mit Kaijus alleine kann er uns nichts tun. Ja. Sehe ich jetzt gar nicht ein, hier irgendwas zu machen. Nö. Wenn wir jetzt hier was machen, sind wir tot. Das Evil die setzen können wir theoretisch. Nö, lass mal stecken. Nicht den Bohnen soll uns umbringen. Lustig, dass er wirklich reines Kaiju spielen sollte. Also. Jetzt könnten wir was machen, aber das Das wäre reicht viel nicht zu zum Umbringen. wenig. Solange wir ihn nicht umbringen, machen wir auch nichts. Eben, also go. Und wenn wir dann halt was machen, dann machen wir Lightning Storm, clearen seine Backrow und dann räumen wir ihn ab. Genau. Jetzt wird's langsam interessant. Interessant, ja, aber genug, glaube ich. Aber er hat Wir haben eine nichts. Monster Reborn. Wir haben eine Ja, Monster Reborn. das Das ist ist das schon Land. arg Ja, viel. das sollte Ja. reichen. Okay, dann Boing. Wenn das sich jetzt ein Judgment oder so fängt, dann chillen wir es natürlich wieder aus. Ja, klar. Achso, ja gut. So, da lagen. Na, das ist wirklich ein reines Kaiju-Deck, glaube ich. Warte, was? Wieso hat er jetzt gerade einfach Karten gezogen? Das ist Mission Kaiju fangen. Wenn der zerstört wird, kann er aber Karten ziehen. Ja, Euler! Okay, ja dann Vollgas. Halt, okay, erstmal Normal Summon. Karte suchen. Glaub den Den Revive. Reborn. Ja. Ja. So, und er hat eine Ash. Glaube ich. So, ja. Ja, da ist die Ash. Ja, dann haben wir immer so einen Dave. Jo. So, und ein Stufe 4er einmal bitte. Ja. Und dann haben wir noch so einen Siebener. Ja, nur zwei Siebener sind weg. Ja, reicht ja. So, dann ist die Stufe 4er. Tuner. Dann Reborn auf den, oder Karakuri-Dingens auf den Vierer, ist ja scheißegal. Die Karakuri-Dingens. Ja. Weil die mit der Reborn können wir nochmal ein, Nochmal. irgendwas Wobei, anderes wieder. nee, eigentlich nicht. Es Aber ist jetzt ist er egal. scheißegal. So, dann holen wir jetzt trotzdem erstmal den 8er, nicht den 9er. Ja. So, dann holen wir den 8er in Death und. Nee, Quatsch, das ist nicht, was der holt, kommt in Death und dann drehen wir das in Attack. So. Ja. Okay. Das war auch so Game. Ja. 2-6, 2-6, 2-8 Game. Das ist. Ich sag das nicht oft, aber ein Glück haben wir gebrickt. Ja. Wenn wir nicht gebrickt, hätte das echt übel werden können. Halt dann so, ne? 9er, 8er, irgendwie bla, der Kaiju auf den 9er, Activate Kaiju Waterfront. Reine Kaiju, das sieht man auch nicht oft. Ja, man sieht wieso. Wenn kein Monster kommt, machen die halt auch nichts. Aber gut, so viel zum Deck. Was ist denn jetzt unser Senf dazu? Also, wir haben dreimal Kunamsan. Ein Kuik, ein Nisamu, ein Saisan, ein Jipachi, dreimal Ninishi, dreimal Inashichi. Ach, diese Namen. Dreimal Shirokunishi, Instant Fusion, dreimal Lightning Storm, zwei Iron Calls, Upstart Goblin, Cash Cash, Monster Reborn. Called, Urgent Schedule, Anatomy, Gamma Oil, Cash In, Cyber Swordress, die Shogune, Samurai Destroyer, Nut Beast, VFD, das Infinitrack-Viech und Cyber Dragon Combo. Die Hälfte vom Extra-Deck, so von der Diversität her, haben wir nie benutzt. Gut, Instant Fusion haben wir einfach nicht gezogen, das passiert. Nut Gut. Beast ist halt so eine Sache. Du kannst Nut Wir haben Beast. echt die Gat Wir haben echt immer nur die Shoguns gebaut, ne? Ja, weil man nie was anderes gebraucht. Ich meine, in welch. Ich meine. Guck dir mal den Shu King of All Calamities an. Den kannst du nur mit zwei von den 9ern Shoguns holen.
In welcher Situation willst du, also klar, es gibt mal Situationen, wo der Gegner einfach von vornherein weiß, dass der Gegner so viel haben wird, dass der Banish von den Shoguns nicht ausreichen wird. Aber und du den Fünfer nicht benutzt hast. Und du den Fünfer nicht benutzt hast. Eben, das kommt dazu. Du darfst den Fünfer halt nicht in seinem eigenen Effekt beschwören, wenn du irgendwas von den Shoguns benutzen willst. Klar kann man jetzt sagen, dass du die Sachen auch vorher holen kannst, weil das ist für den Rest des Zuges gilt. Die Sache ist halt die. Den kann ich dann schon mal nicht holen, weil da müssen vorher Shoguns kommen. Genau wie der hier. Das hier geht Theo. Nein, das geht auch nicht, weil das ein Fünfer braucht. Sprich den hier. Ja, also tatsächlich, und Nutbeast und Samurai Destroyer Special halt nichts aus dem Deck. Das heißt, die unterbrechen die Combo. Das heißt, diese ganzen Sachen kann ich mir nur leisten, wenn ich eine Shitload an Revives habe. Ja, also Nova Infinity verstehe ich tatsächlich auch nicht, weil ich sehe nicht, wo du das realistisch bauen willst. Das Einzige, wie das geht, ist, wenn du einen Shogun holst, der Special den Fünfer aus dem Deck, ohne davor vorher den Fünfer gehabt zu haben, und dann Instant Fusion auf Cybersaurus. Ja. Das ist das einzige Szenario, in dem das funktioniert. Also wie gesagt, Nova Infinity verstehe ich nicht. Und die anderen sind halt so Optionen, falls man es mal braucht. Oder beziehungsweise, die Idee wird wahrscheinlich auch gewesen sein, so, ja, ich habe den Platz im Extra, also kann ich auch Blödsinn reinpacken. Ich meine, der hier ist eher die Maschine, den kannst du holen. Aber der ist halt Lichtmaschine. Was war's? Wie viele Erdemaschinen gibt es denn eigentlich noch? Das kann man mal kurz gucken. Wieso bin ich jetzt hier? So, Erde, Maschine. Ups. So. So, Fusionsfähigkeit, die interessieren uns nicht. Auch Super Heavy Samurai. Deskbot, den kennen wir schon. Super Heavy Samurai. Kennen wir. Ja gut, der ist drin. Der könnte den Revive suchen, theoretisch, aber auch nur, wenn alle drei im Deck sind. Super Heavy Samurai, nein. Nein, nein. Okay, das Synchromon hat den schon mal ein bisschen mau. Die sind zu hohes Level, der ist drin. Nee. Der ging theoretisch. Was kann denn der? Der sucht Wart. Jo. Ich meine, den wirst du häufiger holen als Infinity. Aber eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Ansonsten ging halt noch ein Gear Giant. Link Monster. Der braucht die Xyz Monster. Nein. Der kann gar nichts. Nein. Der arbeitet mit Level 10ern, also nein. Der mit Ancient Gear. Der braucht Infinitrack. Und der braucht Super Heavy. Boah, das ist echt wenig. Ja. Also man sieht, das läuft darauf hinaus, dass. Ja, dass es eigentlich wurscht ist. Du packst die ganze Shoguns rein und der Rest ist dann eigentlich egal. Ja. Weil ich unter dem Aspekt einen dritten Siebener reintun würde. Einfach falls du mal so ein Kombo machen willst. Und ich würde überlegen, einen Nightmare Phoenix reinzuschmeißen. Einfach, falls es dazu mal kommt, dass man den mal aus irgendeinem Grund braucht. Weil du keinen Lightning Storm hast oder sowas. Ja. Ich meine, den Platz hast du beim besten Willen. Und klar ist das nicht, ist das keine Nonplusultra-Eröffnung. Aber in Zeiten von Master Rule 5 ist es. Ich sag, den wirst du häufiger holen als die zwei. Also wenn du einmal die beiden rausschmeißt und dafür einen dritten 7er Shogun und einen Phoenix reintust. Den Phoenix wirst du nicht oft holen, aber wenn du den mal holen wirst, dann wird er dir auch was retten, im Gegensatz zu den beiden. Das sind halt reine Win-More-Karten. Ja, das Karakuri Monster Lineup ist auf jeden Fall ganz gut. Den Fünfer, die drei von den Playsets will man tatsächlich ziehen, deswegen Playset, und den Einser braucht man im Playset, weil man ihn in einem Zug dreimal aus dem Deck holt. Und die anderen vier sind halt Engine Requirements. Ja. Von daher denke ich, ist das Lineup auf jeden Fall so sehr gut. Die Instant Fusion halt, weil, warum nicht? Hm.
Ansonsten halt die ganzen Revives. Das Einzige, was ich eben brutal nicht sehe, ist der Cash-In, also diese Trap. Die würde ich auf jeden Fall rausschmeißen und durch entweder einen dritten Dave oder einen dritten Iron Call oder eher den dritten Karakuri-Revive oder irgendwie sowas Also ersetzen. ich meine, Also auf jeden Fall durch irgendwas die anderes. Sache ist, die alle deine Searcher suchen Monster mit Ausnahme von dem. Und es gibt nicht viel Szenarien, in denen du noch die Kapazität hast, mit dem die Falle zu suchen. Ganz abgesehen davon, dass du ja sowieso nur was machen, mit der was machen kannst, wenn du anfangen musst. Klar, theoretisch kann man jetzt sagen, sie ist einmal drin, wenn du anfangen musst, dann kannst du sie suchen und dann hast du sie. Aber die ist halt auch nur okay. Vor allem, weil du dadurch jetzt zwei Evendies drin hast. Auch wenn man es bei unseren Draws nicht meinen sollte. Karten, die zweimal drin sind, sind echt doof. Gleiches für das Ja. Dave. Wisst ihr noch, was unsere Reaktion war, als Dave auf 2 kam? Ja, also den Blödsinn einfach ein drittes Mal reintun. Schauen wir mal. Side Deck. Das dritte Evenly und der dritte Dave, klar. Wie gesagt, der dritte Dave würde ich eher ins Main reinschmeißen. Und dafür Das halt das dritte. Cash-In raus. Ja. Das dritte Evenly ist auch wieder so eine Sache. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wogegen du das eigentlich boarden möchtest. Entweder würde ich das Main spielen oder es halt bleiben lassen. Dann Nibiru klar gegen Special Summon Heavy Decks. Genau, Nibiru ist klar. Artefakt sind die besten Karten, um im Second zu gehen. Auch völlig klar. Allerdings würde ich nicht Lanze spielen, sondern einfach nur drei Sanctum, eine Scythe. Lanze würde ich kicken. Die eine Mind Control, warum nicht? Drei Twin Twister ist auf jeden Fall gut. Und ich würde statt dem. Und ich würde noch gucken, ob ich Drolls reinkriege für Heavy Combo Decks, Ja gut, dass man die unterbrechen kann. wenn du Dave ins Main Deck tust und dann die Lanzen raus, dann hast du ja drei Drolls, drei Drollplätze. Genau, Droll ist halt echt wichtig gegen richtig Hardcore All-in-Combo-Decks, gegen die auch gegen die Lightning Storm Evelynn nicht zwingend reicht, beziehungsweise dass man einfach noch mehr Outs hat, weil fünf Outs, das zieht man nicht unbedingt. Weil die Sache ist die, dieses Deck kann, unabhängig von Lightning Storm und Evenly, die man nicht immer beide hat, auch wenn man es nicht meinen sollte, keine wirklich starken Boards brechen. Wenn du allerdings schon im Aufbau verhinderst, dass diese Boards zustande kommen, sieht es anders aus. Genau. Du kannst halt, also das Board, was du nachher hinlegst, macht halt Rums und zieht Karten, aber du brichst halt nichts, weil du bist immer darauf angewiesen, dass so deine erste Special durchgeht. Beziehungsweise je nach Draw kannst du einen Negate in der Combo verkraften, aber mehr nicht. Ja, wenn du halt Revives Ja, hast, oder halt aber den Fünfer auf der Hand schon, ohne dass du ihn suchen musst. genau, aber sonst wird das tendenziell sehr schnell sehr schwierig. Und dann kann sowas wie ein Kombobrecher halt helfen, um zu verhindern, dass zu viel auf dem Board liegt. Genau. Denn auch bei den High-Tier-Decks ist es so, wenn da die Kombo an der richtigen Stelle unterbrochen wird, liegt da nicht so viel. Und umbringen kann sie die dann auch mit Karakuri. Ja, es kommt halt immer darauf an, welches Deck es ist und was es für Combo spielt, aber im Allgemeinen reicht immer die richtige Handtrap an der richtigen Stelle. Ja, klar. Gut. Ja, im Fazit kann man sagen, dass dieses Deck von der reinen Platzierung her, unabhängig von der Fähigkeit des Deckbauers, mittelmäßig ist. Es ist kein Deck weit oben. Es kann allerdings, wenn es seine Combo durchbringt, extrem viel Schaden aufs Board hauen und dabei sehr viel Plus generieren. Das kann man nicht ignorieren. Und wenn man das mit Supportkarten unterstützt, die dafür sorgen, dass diese Combo relativ sicher durchkommt, vor allem das Urgent Schedule da klappt, ist halt auch großartig, sorgt dafür, dass dieses Deck durchaus was reißen kann. Und es ist auf jeden Fall auch ein Deck, mit dem es Spaß macht zu spielen. Ja, definitiv. Deswegen geben wir mal solide 11 Punkte. Ja. Viel davon dem Thema geschuldet und halt den Details, die wir eben angesprochen haben, die zwar Details sind, die allerdings wichtige Details sind. Denn gerade diese Combo-Unterbrecher.
Die brauchst du halt, wenn du gegen bessere Decks spielen willst. Ja. Gut, dann, wie gesagt, 11 Punkte hierfür. Nächste Woche gibt es dann Metaduelle. Alle Infos dazu auf unserem Discord, wo ihr auch alle anderen Infos zu allen anderen Sachen bekommt. Also geht dahin. Und dann sieht man sich dann. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.